Jo, moin Leute, Team GFM Solar hier. Heute mal mit ein paar Kollegen dabei. Bei den Mikes und Christoph am Start. Wir öffnen heute ein Display, Clash of Rebellions. Deutsche erste Auflage und schauen mal, was wir da Cooles ziehen. Das erste Opening auf unserem Kanal. Gibt in Zukunft hoffentlich noch ein paar mehr davon. Jawohl, 24 Booster da drinne. Was hoffst du, was du ziehst? Feuerritter, ne? Feuerritter. Jo, Ignites Pendulum. Mal schauen, was wir da haben. Da haben wir schon gleich Clownblade. Mal weiter. Auch noch ein paar vor uns. Überfall Raptor, Büroboter, Crab Rare. Keine Angst, brauche ich. Das sind die ganz guten Karten. So Feuerritter, ne? Ja, schnell bloß in die Karten rein. Jawohl. Crab, dann noch ein Clownblade. Der sieht cool aus. Was ist das? Das ist Kaiju, ganz komisch, die neuen hier. Ja, Kaiju mit irgendwas verrückten Flamme. Und irgendwas Cooles dabei, wieder nur Rare. Was war das? Magische Entführerin. Für Aroma. Für was? Aroma. Für Aroma. Ist auch drin, ist Aromatherapie oder was? Nee, die neuen Magier. Achso. Ah ja, Aromage. Das ist schon mal gehört. So, da, coming. Oh, da. Irgendwas. Und? Da ist auch ein Feuerritter. Ein Paladin. Ja, hab ich auch schon. Ja, den hat man schon 10-mal irgendwo liegen. Ja, was können wir ziehen? Gibt natürlich High Money Cards hier von wegen den neuen Steinen, ne? Oh, hier die neue Exit-Trick. Tempel ist auch teuer. Komisch. Und wieder nur Crab Rare. Läuft da richtig? Was ist los? Hier ist ein Secret drin. Mit Ansage. Mit Ansage. Da, Inferno Decatron. Jawoll. Brauche ich. Hab zwar schon drei, aber. Ein vierter ist nie schlecht. Schnapp. Jetzt kommt eine Ultra. Jetzt pass auf. Das stimmt, werden wir gleich sehen. Oh, fast. Oh, eine Secret Rare. Und zwar stürmische Spiegelkraft. Wow, die ist auch richtig teuer. Richtig cool. Haben wir schon mal die erste brauchbare Karte auf jeden Fall gezogen, abseits des Dekatron. Jawohl, Christoph, läuft bei dir. Auf jeden Fall. Wieso, was hat die denn für einen Wert? Auf jeden Fall über 20. Als ich das letzte Mal geschaut habe, jedenfalls. Ah, da ich eine super. Oh, Lernimmigination, die brauche ich auch. Das ist die Fusion. Genau, leg mal alles weg für den coolen Inferno-Spieler hier. Christoph, bis jetzt läuft bei dir. Schmeiß er nicht gleich weg. Was haben wir da Schönes? Die ganzen Clowns dazwischen sind immer cool, oder? Ich liebe sie ja. Au, oh, wirre Augen, hab ich da gesehen. Kann ich noch mal kurz dazwischen funken? Ah, Frettchenflammen, richtig coole Fallenkarte, kann man sich auf jeden Fall mal merken. Ja, auf jeden Fall. Ich habe die mal im Strategie-Thread auf etcg.de gesehen. Für Yuzenyu. Und, was ist das? Wieder ein Feuerritter. Allerdings keine Pendulum. Feuerritter Champion war das. Spielt man auch. Und die Hälfte haben wir gleich geschafft. Läuft nicht so mit dem Fokus, wa? Ja, ich bin bei. Ich fokussiere immer noch nach. Ja, falls du ja rangehst. Was haben wir da? Mandrache. Ja, super. Ja, nicht super rare, aber rare.
Aber eine super Karte. Und eine Hemmung, jawohl, Chicken Race. Das ist auch eine Karte, ist zwar jetzt nicht so teuer, ich glaube um die 2 Euro, aber ist auf jeden Fall cool. Eine der geilsten Commons in dem Set. Wenn nicht sogar die geilste. Und da sehe ich schon was glitzern. Eine Absorptionsfusion? Boah. Das ist, glaube ich, für diese. Ist das für die Red Eyes? Nee, ist für Edelsteinritter. Ah, cool. Die haben auch Support mit einer neuen Fusion in dem Ding. Was ist das? Die haben eine neue Fusion auch hier drin. Ah, cool. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Game Knights. Noch nie gespielt oder gesehen oder dagegen gespielt. Na, was können wir ein schönes Aldi hier drin haben? Ich weiß nicht, Tierra wäre auf jeden Fall eine coole Aldi. Ja, da kommt, glaube ich, schon was Schönes. Und? Wenn man vom Teufel spielt. Oh, das ist aber leider kein Tierra, sondern das ist das Edelstein-Ritterdame brillanter Diamant. Das haben wir mit dem Fokus hier hinbekommen. Jawohl. Schön. Ist das die Fusionskarte dazu? Mhm. Ah, wunderbar. Wieder Clowns. Was ist das? Cosmo. Gleitflieger. Ein Feuerritter Knappe. Und noch ein Paladin. Aber ist jetzt noch nicht das gezogen, was du brauchst, oder? Nein, leider nicht. Ah, wo sind die Templer? Aber wir haben leider auch schon das Secret Rare gezogen. Ich meine, was heißt leider? Die Spielkraft ist wunderbar. Hoffen, hoffen, hoffen. Was haben wir da? Ah, das ist schon wieder dieser komische der irgendwelchen Flammen. Muss ich mich erst noch mit beschäftigen, kenne ich gar nicht. Klebrigen Fäden. Aber Kaiju war das, Kaiju. Mach das mal schön Kinofilme nach. Jawohl. Und Cosmo Gluthexe. Weiß gar nicht, was kostet die? 5 oder 6 geht die momentan. Tatsächlich? Naja. Cosmo ja auch im Kommen, seitdem Peter Groß da in den Top 8 war in Rimini. Ja, ein bisschen teurer, das Ding. Jo, also wenn man das Farm Girl sieht, ist natürlich schon ein bisschen böse. Oh, das war eine magische Entführerin, die hatten wir schon. Also 7 Booster, wenn ich es richtig sehe. Vergeltendes C war dabei, habe ich gerade gesehen, dass du eiskalt umgegangen. Und wir haben einen Aromagister, wie heißt er? Bergamotte. Ihre Augen waren auch noch drin. Falls man sie noch braucht, gab es auch als Super Rare Print. Hat er 6-mal erreicht. Und da haben wir, was ist das? Nebenverdienst und trockene Winde als Super Rare. Ich habe keine Ahnung, was die kann oder macht oder tut. Ich glaube für Aroma. Das kann sein. Jo, Aromamonster auf jeden Fall. Aldi fehlt noch. Ja, alles Schönes in Aldi drin eigentlich. Ah, kriegst du auch sonst immer bei uns der im Team, der auf jeden Fall das Lack hat, die Ultis zu ziehen. Oder sonstige teure Karten. Und da ist es nur die Kristallrose. Ein Covercard könnte drin sein als Ulti. Hoffentlich nicht. Oh, der ist stark. Echt? Und Crab Rare. Das ist das Escher, der Frostvasall. Jawohl. Kommt eine Ultra noch. Letzten 3 Booster. Das ist die Ultra, ne? Ja. Mhm. Was haben wir da? Und nix. Ein Drachengong. Ne, Drachgong sogar nur. Jetzt aber, komm. Und eine rotäugige Fusion neben einer Cosmo-Gleitflieger. Einem Cosmo-Gleitflieger.
Das war. Und das letzte Booster, wo jetzt die Ulti drin ist, mit Ansage. Man muss ja auch schon Plus machen. Und nicht ganz, aber eine Kosmosstadt. Jo, wir haben ein bisschen was dabei gehabt. Rotäugige Fusion, wir haben die trockenen Winde gehabt, Kosmogut-Hexe, dann die Gem-Knight-Geschichte. Wir hatten ein paar wirre Augen dabei, was ganz cool war. Dekatron auf jeden und die Spiegelkraft kann man mal machen, ist okay. Jo, wenn euch das Video gefallen hat, ne, liken, abonnieren und wenn ihr sowas kaufen wollt, auf Cardmarket.eu. Und ihr wollt natürlich bei XX Vader XX und bis zum nächsten Mal. Ciao.